Ja, ganz herzlich willkommen zu diesem Digitalk zum Thema Alles künstlich intelligent, Blick in die Zukunft. Also es geht um künstliche Intelligenz in der Erwachsenenbildung heute. Unser Digitalk ist auch diesmal wieder eingebettet in den eWMOOC, unseren großen offenen Online-Kurs zum digitalen Arbeiten oder Online-Arbeiten in der Erwachsenenbildung. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich beim Österreichischen Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft und Forschung bedanken für die Förderung zu dieser Veranstaltung. Unser Meeting wird heute, Moment, ich teile meinen Bildschirm, wieder von mir moderiert, und es wird von Gunther Schüssler technisch unterstützt. An dieser Stelle lieben Dank an dich, Gunther. Und Sie kennen das Spiel mit den Teilnahmebestätigungen schon. Wer eine braucht, bitte mit dem vollen Namen anmelden, bis zum Schluss dabei bleiben, dann kriegen Sie morgen ein E-Mail und können die Teilnahmebestätigung dort abholen. Danke auch für die Zustimmung zur Aufzeichnung des Meetings, die Sie uns mit der Anmeldung schon erteilt haben. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema, künstliche Intelligenz in der Erwachsenenbildung. Wir werden uns auf generative KI, also generative künstliche Intelligenz konzentrieren, weil die heuer oder ja schon seit Ende letzten Jahres eben so neu ist und für viel Wirbel auch gesorgt hat, ja, in der Erwachsenenbildung und ganz generell. Es ist ein Thema, das potenziell polarisiert. Ich habe in den letzten Monaten in vielen unterschiedlichen Runden zu diesem Thema diskutiert und habe erlebt, dass ich mit der gleichen Haltung und den gleichen Inputs in der einen Runde als Innovatorin angesehen worden bin, die irgendwie reinprescht und das Neueste umsetzt, und in der anderen Runde so als Bedenkenträgerin und Verhinderin und Innovationsbremse, je nachdem, in welcher Runde ich gesessen bin. Also ich würde sagen, gerade bei dem Thema künstliche Intelligenz ist es gerade im Moment wieder so, dass die digitale Kluft mitten durch die Erwachsenenbildung geht. Vielleicht nicht unbedingt die Kluft, was das Know-how betrifft, aber die Kluft, was die Einstellung dazu betrifft oder eben wo im Moment gerade der Fokus liegt. Ja. Künstliche Intelligenz, gerade generative künstliche Intelligenz, ist sehr sexy für alle, die gewartet haben darauf, dass sie wieder was Neues und ganz anderes machen können, die auf diese Möglichkeiten gewartet haben. Aber sie ist auch sehr alarmierend für alle, deren Fokus vielleicht eher auf Datenschutz liegt oder auf Medienkompetenz liegt. Und dementsprechend unterschiedlich sind die Haltungen dazu, je nachdem, wo man eben gerade seinen Schwerpunkt liegen hat. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal das von mir sehr geschätzte Dachstuhldreieck bemühen, wo man wieder mal sieht, es gibt ja einfach immer diese Perspektiven auf alle Phänomene in der digitalen Welt und auch Bildung in der digitalen Welt, aus der wir uns diesen Phänomenen nähern sollten. Also es gibt diese anwendungsorientierte Perspektive, wie nutze ich das? Dann gibt es diese technologische Perspektive, wie funktioniert denn das wirklich? Und es gibt aber eben auch diese gesellschaftlich-kulturelle Perspektive, wie wirkt das? Und viele Kollegen, Kolleginnen sind ganz da oben bei der Frage, wie wirkt das und können wir da jetzt, soll man ins Tun kommen? Andere sind ganz stark in der anwendungsorientierten Perspektive, wie nutze ich das? Also nutzen so schnell wie möglich. Und wieder andere sind stark in dieser Perspektive, wie funktioniert das, die ja sehr stark zusammenhängt mit der Anwendungsperspektive und der gesellschaftlichen Perspektive. Das ist also, da kommt so eine wilde Mischung an Haltungen, Emotionen und Vorlieben zusammen, wenn man da sich irgendwo in einer Position mit Leidenschaft verortet hat. Und deswegen glaube ich, dass das ein sehr spannendes Thema ist und auch eine sehr spannende Diskussion werden kann heute. Was wir heute gemacht haben, wir haben drei Podiumsgäste, drei Diskutanten, Mitdiskutanten, möchte ich sagen, eingeladen, die eigentlich Macher sind, ja, also sozusagen Didaktiker, Praktiker, Umsetzer, tatsächlich drei Männer in diesem Fall, ja.
Und werden mit ihnen aber durchaus die reflexiven Fragen diskutieren, ja. Also sozusagen Menschen, die schnell ins Umsetzen gegangen sind, aber sich auch viel Gedanken gemacht haben und diese Gedanken mit uns jetzt teilen werden. Ich freue mich sehr drauf, ja. Bevor ich die drei Diskutanten bitte, sich vorzustellen, möchte ich noch auf eine Besonderheit dieses heutigen Meetings, dieser heutigen Veranstaltung hinweisen. Und zwar, dass wir auch gemeinsam live was ausprobieren. Wir werden nämlich ein Transkript anfertigen dieser Veranstaltung und wir werden das Transkript des der Gunther gleich aktiviert oder bitte dich eigentlich, das jetzt zu aktivieren, Gunther. Dieses Transkript werden wir am Ende der Veranstaltung einer KI zur Analyse vorlegen, die uns zuletzt sehr beeindruckt hat. Und die damit ein bisschen mehr machen kann, also Zusammenfassung erstellen und was sie damit machen kann und welche das ist, das werden wir in der letzten Viertelstunde gemeinsam erleben. Ja, damit komme ich schon zum eigentlichen Hauptteil der Einleitung des Intros, nämlich zum Vorstellen und Ankündigen unserer Diskutanten. Ich freue mich wirklich sehr, sehr, dass ihr da seid und heute mit mir die anstehenden Fragen zur KI diskutieren werdet. Und David, bitte sag doch mal ein paar Worte zu dir. Tu so, als würden wir dich nicht kennen und sag ein bisschen was. Okay, also erstmal freue ich mich sehr, dass ich hier sein kann. Ich bin ja Erwachsenenbildner seit über 20 Jahren, habe auch immer wieder viele Uni-Lehraufträge, habe ja seit 2003, 2004 war Web 2.0 oder Social Media, wie es dann hieß, war ein wichtiges Thema, Einsatzmöglichkeit in der Erwachsenenbildung. Und später dann die letzten 10, 15 Jahre habe ich mich auch sehr viel mit Videokonferenzen beschäftigt. Ja, und KI ist einfach super spannend. Und jetzt sehr stark mit KI, genau. Vielen Dank dafür. Das war jetzt wirklich eine Kurzfassung. Wolfgang, darf ich dich bitten, Wolfgang König, dich vorzustellen als nächstes? Ja, erstmal auch vielen Dank für die Einladung. Ich bin sozusagen, wie man das vielleicht hört, aus Deutschland und bin seit vielen Jahren in der Forschung gewesen, insbesondere zur Medienkompetenzbildung bei Azubis. Und dann in diesem Projekt, das sehen Sie über mir hier, Netzwerk Q4.0 gelandet. Das ist vom deutschen Bundesbildungsministerium, nämlich so ein gefördertes Projekt, wo die Ausbildung sozusagen gepusht wird, indem das Berufsbildungspersonal jetzt alles lernt, was es braucht, damit die Ausbildung noch besser ist, wie sie schon ist. Und da kam ich im Grunde, weil ich Kurse und Trainings konzipiere, eben Anfang dieses Jahres auf die KI-Chatbot-Thematik. Und ich glaube, das ist auch so eine provokante, steile These, die Sie nachher alle auch ein bisschen ansticheln soll, zum Mitdiskutieren und Nachfragen. Ist das eine Lernrevolution? Und ich glaube ja. Dann habe ich sozusagen das Wort der Lerngalaxie jetzt mal aufgenommen, was so eine Metapher ist als Zukunftsprojektion. Wie kann sich Lernen in dieser Lernrevolution eigentlich verändern? Also lernen wir alle in unserer eigenen Lerngalaxie, wo sich die Informationen aktualisieren, wo wir unsere eigenen Lernwege entdecken und auch gehen. Und das sind so ein paar steile Thesen, die jetzt nicht vorwegnehmen. Aber das ist sozusagen was, wo ich sage, das wird kommen. Ich bin gespannt. In die Zukunft kann keiner sehen, aber es wird eine spannende Diskussion, glaube ich. Okay, ja, das glaube ich auch. Danke, dass du da gleich mit deiner These die hier mal vorgestellt hast. Danke dafür. Ja, dann lieber Martin, dürfte ich dich bitten, du auch du so, als ob in Österreich dich niemand kennen wird, bitte und stell dich kurz vor. Ja, danke. Also Martin Ebner, Technische Universität Graz. Also vielleicht das Bekannteste ist die Gründung der iMOOCs-Plattform, die man gerade benutzt in diesem MOOC. Ansonsten leite ich dort die Abteilung Lehr- und Lehrtechnologien und beschäftige mich quasi eigentlich seit der Jahrtausendwende genau genommen mit dem Thema damals noch E-Learning oder sonstiges, heute eher Technology-Enhanced Learning, Bildungsinformatik, digitale Technologien. Und ja, KI ist natürlich jetzt also das Thema schlechthin in diesem Fachbereich, aber alles rundherum eigentlich. Also wir wollen gewinnbringend technologiegestützte Lehre ermöglichen und Personen unterstützen, und alles, was hilft, ist natürlich in unserem Fokus, und von dem her natürlich auch gerne dabei, und danke für die Einladung. Danke euch an dieser Stelle für diese
knappen und knackigen Vorstellungen. Es gibt uns natürlich jetzt die Zeit, gleich ins Thema reinzuhüpfen, die Möglichkeit. Vorher fragen wir noch eine Runde an unsere Teilnehmenden. Inzwischen sind wir ja schon über 60. Ich möchte wirklich alle, die jetzt dabei sind, recht herzlich ermutigen, den Chat fleißig zu nutzen. Ich habe den Chat immer im Blick. Also wenn Sie schreiben, ich greife das auf, was Sie uns im Chat mitgeben. Ja, also ich glaube, das kann einfach eine sehr lebendige Debatte werden, wenn wir das so handhaben. Genau. Und wir haben ein paar Fragen auch vorbereitet an unsere Runde. Und mit denen würde ich sagen, machen wir jetzt einfach einmal weiter. Und ich bitte dich, lieber Gunther, schon einmal die erste Umfrage freizugeben. Da geht es natürlich um generative KI und die Frage an Sie lautet, wie oft verwenden denn Sie selber eine generative KI? Das ist natürlich jetzt keine so abgegrenzten Kategorien, aber ungefähr würde man es gerne wissen. Und ich sehe, dass dann da schon fleißig abgestimmt wird. Und ich möchte noch ein bisschen Zeit geben. Es haben jetzt fast 80% abgestimmt. Und jetzt haben wir da 86%. Vielleicht mag nur der eine oder andere mitmachen, bevor wir freigeben. Und inzwischen werden wir auch noch immer mehr, jetzt sind wir 90% und ich glaube, wir können die Umfrage sichtbar schalten. Vielen Dank dafür. Und wir sehen, dass doch eigentlich ja, so ein Schwerpunkt liegt bei irgendwo zwischen regelmäßig und selten. Selten, ich meine, das sind jetzt keine so klar abgegrenzten Kategorien, das ist keine wissenschaftliche Erhebung natürlich, aber regelmäßig bis selten, fast 10% täglich, ja, genau. Und fast ein Viertel nie. Sehr spannend. Große Breite. Ich sage ja, der Gap geht, oder die es geht mitten durch die Erwachsenenbildung. Genau. Dankeschön dafür. Und die nächste Frage geht in eine ähnliche Richtung. Da geht es um die Haltung, Ihre aktuelle Haltung gegenüber KI. Darf ich Sie da auch noch einmal bitten, wo würden Sie sich denn da am ehesten einordnen? Man kann mehrere auswählen, aber natürlich, wenn man alle auswählt, sagt man wieder gar nichts. Sind Sie eher begeistert, neugierig, vorsichtig, kritisch, beunruhigt? Wo sind Sie da eher unterwegs? Neugierig. Habe ich gespoilert? Das sind viele Neugierige. Genau. Vielleicht noch der oder die eine oder andere bitte abstimmen. Man kann sogar vom Radl aus abstimmen, sehe ich gerade. Das ist großartig. Wunderbar. Und jetzt haben wir da schon über 90%. Wir können wieder freigeben. Und ich freue mich sehr, dass wir wirklich zwei Drittel Personen bei uns in der Runde haben, die neugierig sind auf das Thema. Die beste Voraussetzung, sich jetzt eine Stunde lang, eine Viertelstunde noch damit zu beschäftigen. Und danke dafür. Auch 28% kritisch, finde ich auch wichtig mit zu bedenken. Man kann sehr gut neugierig und kritisch sein, haben der Gunther und ich in der Vorbereitung im Vorfeld schon festgestellt. Das kommt wahrscheinlich gar nicht so selten vor und ist keine schlechte Kombination. Gut, dann gehen wir es an thematisch. Ich habe gesagt, wir möchten durchaus auch die reflexiven, auch teilweise kritischen Fragen zum Thema KI-Verwendung in der Bildung miteinander diskutieren. Vielleicht können wir die Spotlight-Videos nochmal setzen. Die waren vorher schon gesetzt und sind dann wieder verschwunden. Aber ich glaube, du, Gunther, hast ganz, ganz viel gleich zu tun im Hintergrund, weil noch laufend Personen eintreten. Sollten alle aktiviert sein wieder, ja. Super. Dankeschön. Okay. Ja, also meine erste Frage an euch und an ist so mal die Frage, aber an alle, wie verwendet ihr selber denn KI für die Bildung, für die Arbeit? David, Wolfgang, Martin, wie verwendet ihr selber? Was macht ihr damit, insbesondere mit generativer KI? Ja? Was tut ihr damit? Wofür verwendet ihr es? Und vielleicht auch gleich so ein bisschen mitnehmen, was davon ist euch so lieb geworden, welche dieser Anwendungen, dass ihr sie echt nicht missen möchtet und dass ihr sie auch empfehlen würdet. Ja? Also was macht ihr davon, macht ihr damit und was macht ihr mit voller Überzeugung? Ja?
Also wer beginnen mag, bitte gerne mal Handzeichen oder einfach Martin, bitte. Bitte gleich eine Wortmeldung habe. Also das Wichtigste für mich ist Übersetzung auf Englisch. Also das ist tatsächlich sehr gut. Ich geht es nicht mehr anders. Also ehrlicherweise beginne ich jetzt Texte wieder auf Deutsch zu schreiben und ins Englische mir übersetzen zu lassen und heute dann weiter natürlich. Aber das ist wahrscheinlich der Einsatz, der fast täglich mittlerweile läuft. Ja, DeepL nehme ich an, oder? Ja, vorwiegend. Ja, genau. Mhm. Super. Ja. Ja. Ich auch fast täglich. Kann mich ja outen. Genau. Ja, bei mir ist es so, ich weiß nicht, ob Sie in Österreich dieses Wort kennen, die eierlegende Wollmilchsau. Oh ja. So mache ich es bei mir, ne? Also für mich ist so das Tool jetzt im Arbeitskontext sowieso die, so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau geworden. Und mit Bezug auf die berufliche Bildung, das ist ja so meine Perspektive eben, wie kann man das Tool nutzen, zum Beispiel, um sich pädagogische Konzepte erstellen zu lassen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite aber auch sozusagen, das hatte ich vorhin schon angekündigt, wie können Lernende ihren eigenen Lernweg entdecken und gehen mit diesen Tools? Und das sind so die beiden entdeckenden Perspektiven und ich entdecke da immer mehr und das ist sozusagen echt sozusagen dieser, ja, dieser Entdeckungsprozess, der auch so viel Spaß macht, diese Tools zu nutzen. Also ganz viel. Also das ist gar nicht so, dass du sagst, es ist ein, zwei oder drei Tools. Nein, sondern also es ist wirklich eine eierlegende Wollmilchsau. Ne? Also auch zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Artikel schreibe, dann baller ich mir den, ich sag mal überspitzt, einfach rein ins ChatGPT und sage mir, hey, mach mir daraus mal einen LinkedIn-Post, der für diesen Beitrag wirbt. Das habe ich schon jetzt mehrmals auch gemacht. Und das ist nicht schlecht. Also da hätte ich jetzt früher 20 Minuten dran gesessen. Und das macht er mir alleine und dann mache ich ein bisschen Feinschliff, fertig bin ich, zack. Ne? Also da ist auch ungefährlich, ne? Weil ich bin ja der Creator, kann es einschätzen. Ne? Also man muss natürlich immer bewerten, wo macht es Sinn. Ja. Und neuerdings hat ja ChatGPT DALL-E eingebunden und kann Bilder zeichnen, also sehr oder in verschiedenen Stilen. Ja, wobei bei Bildern bin ich persönlich noch zurückhaltend. Ich weiß, wie die Rechtslage in Österreich ist. In Deutschland ist ja Musik und Bilder die Hölle, was die Verwertungsgesellschaften, Abmahnindustrie angeht. Und gerade bei den Bildgeneratoren haben sie alle im Kleingedruckten stehen, ja, ob sie Urheberrechtsverletzungen machen, wissen sie nicht. Ja. Also, und zum Schluss ist man dann selber am Galgen. Also ich weiß, es kommt ja immer auf das Land an, aber das sind so, deshalb benutze ich das nur homöopathisch, Bilder zu generieren, obwohl ich das total toll finde natürlich. Mhm. Weil die Anbieter der Bildgeneratoren nicht sicherstellen können oder wollen oder einige, dass sie bei den Trainingsdaten keine geschützten Werke dabei hatten. Ja, genau. Weil wie soll man einen Picasso-Stil nachahmen, wenn man nicht mit Picasso-Bildern trainiert hätte? Und so weiter. Ja. Genau. Genau. Martin, wie ist es bei dir? Also du hast eh schon gesagt, Entschuldigung, David, wie ist es bei dir? Genau, also was wirklich täglich im Bildungseinsatz ist, ist das, was wir jetzt auch machen, nämlich ein Transkript und dann die Auswertung des Transkripts. Und zwar dann nicht nur die Zusammenfassung, weil man 2 Stunden Zusammenfassung ist schön und gut, ist schon mal viel, viel einfacher und viel schneller dann überblickbar oder lesbar als die Aufzeichnung, sondern dann auch sehr spezifische Fragen an das Transkript stellen. Und das können wir dann auch ausprobieren, nämlich zum Beispiel, welche Kritik wurde geäußert am Thema, welche Fragen sind gekommen oder dann vielleicht noch interessanter, was hat gefehlt, was könnte möglicherweise zweiten Runde zur Sprache kommen und dann wird es interessant. Sehr gut, sehr gut. Das können wir nachher uns ja direkt anschauen. Genau. Also wenn man wirklich eine sehr leistungsfähige KI hat, mit der man dann chatten kann und das aus Transkripten machen kann, dann ist das was, wo du sagst, das kann man wirklich täglich verwenden. Also das ist auch was, wo ihr sagt, oder wo du eben sagst, das begleitet dich jeden Tag. Ja. Gibt es denn eigentlich in eurer Erfahrung, das letzte Jahr war ja da sehr spannend, gab es da in euren Erfahrungen auch Momente, wo ihr gestaunt habt über KI-Anwendungen? Nicht? Also so, wo man gesagt hat, okay, wow, positiv oder negativ, ups, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Gab es da solche, ich fange einfach wieder bei dir an, Martin, weil das vorhin so eine weil sich die Reihenfolge so ergeben hat, ja, gab es da was, wo du gesagt hast, ich meine, du hast ja einen ganzen Kurs mit KI, einen ganzen MOOC mit KI erstellt.
Ja, schwierig zu antworten, weil die Frage ist die Zeitphase. Wie ich es zum ersten Mal gesehen habe, war ich auch überrascht, dass es schon so gut und in der Tiefe ist, würde ich also so sagen, also wie ChatGPT so groß geworden ist, also ist doch dann sehr schnell gegangen. Und ja, also bei den Texten bin ich jetzt weniger überrascht, weil das halt von den Trainingsdaten abhängt und ich sage immer, dort, wo man sagt, man hat solide Basis und da kann man davon ausgehen, dass die Trainingsdaten sehr generisch sind und die oder so Einladung schreiben oder so, das ist immer das Gleiche. Die Frage ist immer der Aktualität, ne? Also wenn ich sehr was Aktuelles brauche, gerade in der Wissenschaft oder so, ist es natürlich, wenn es nicht trainiert worden ist damit, dann hat es das Thema eigentlich gar nicht, da ist es noch schwieriger. Ja. Aber wo ich erstaunt bin, ist vor allem im Bereich Bild und Video mittlerweile, also weil wir da wirklich sehr viel experimentieren und zugegebenermaßen, das geht sehr schnell, ja. Also das ist man schon wirklich, also ich experimentiere jetzt ja sehr stark mit anderen Sprachen und so weiter und ja. Es gibt von mir schon Avatare, die perfekt Italienisch. Also ich habe nicht gewusst, dass ich so gut andere Sprachen kann. Ja. Da gibt es ja einen sehr schönen Beitrag von Tobias Albers Heinemann und plötzlich sprach ich weiß nicht, das war nicht Englisch, es war eine andere Sprache, aber da hat er seinen eigenen Avatar verwendet, um eine andere Sprache zu... Ja, und vor allem die Native Speaker sagen mir mittlerweile, also so schön reden sie nicht. Okay, wow. Das ist wirklich eindrucksvoll, ja, genau. Also das ist so ein Moment, wo du gesagt hast, ja, das ist so ein Moment des Erstaunens. Wie schaut es bei euch aus, Wolfgang? Ja, also ich war ja auch, also ich bin ja quasi auch durch die Medien auf ChatGPT aufmerksam geworden. Es war gar nicht ursprünglich mein Steckenpferd KI, sondern das habe ich ja dann auch mit Birgit Aschermann so ein bisschen auch zusammen entwickelt. Wer lernt eigentlich von wem bei der ganzen Sache? Und das war schon erstaunlich, dass, das finde ich, dass man im Grunde sehr viele Transfersachen mit ChatGPT zum Beispiel auch ja arbeiten kann, Brainstorming-mäßig, ne, wenn man ein Prüfschema hat. Zum Beispiel sowas wie die Blumische Taxonomie, dass man dieses Prüfschema anwenden kann auf einen Fachinhalt oder so. Das ist schon, finde ich, mega. Mhm. Also, dass das geht. Das geht mal mehr, mal weniger gut, aber das finde ich schon sehr beeindruckend. Ja. Und dieses sogenannte Prompt Engineering, das ist so ein schönes, großes Wort, ne? Aber mit anderer, man könnte es auch einfach formulieren, stell doch einfach gute Fragen. Oder stell doch einfach gute Nachfragen. Und genauso schwer, wie das im echten Leben ist, gute Fragen zu stellen, ist es da eben halt auch. Mhm. Aber es ist machbar für jeden, der schreiben kann. Mittlerweile klappt ja auch Sprechen. Und das fand ich total beeindruckend. Und erschreckend fand ich auch im Bildungssystem bei uns natürlich, oh Gott, jetzt können wir unsere ganzen Prüfungen wegwerfen. Ja. Man hat also eher aus der Prüfungssystemlogik das verdammt. Anstatt sozusagen diese Kompetenz, die man jetzt neu braucht, einfach kraftvoll zu nutzen. So. Ja, genau. Also das ist so, man darauf kommen muss sowieso noch zu sprechen, würde ich sagen, ja. Du hast im ersten Punkt aber auch betont, das ist logische Schlussfolgern. Also du hast das nicht logische Schlussfolgern genannt, aber das, was ein KI eigentlich angeblich ein Sprachmodell oder Large Language Model ja nicht kann, ja, dann aber doch wieder in bestimmten Aspekten Ergebnisse liefert, die so ausschauen, als würde es das doch tun. Ja? Also etwas anwenden auf etwas anderes. Ja. Genau, und da muss man natürlich aufpassen, weil es ja immer ein schönes Ergebnis gibt. Ne? Also kann das sein, aber jetzt sag ich mal gerade bei didaktischen Planungen, also ne, ich komme ja aus diesem Berufsbildungskontext, da sind ja viele laienhafte Ausbilder drinnen. Und da ist jetzt der Clou, die müssen ja auch zum Beispiel das Modell der vollständigen Handlung auf ihren Fachinhalt anwenden. Und dann stehen die da vom Lernblatt Papier und sagen, aber wenn sie das sagen, zum Beispiel ChatGPT, so sieht das Modell aus und jetzt habe ich folgenden Fachinhalt, den muss ich halt ein bisschen ausführen und jetzt machen wir mal einen didaktischen Planungsvorschlag. Dann wird jetzt davon niemand sterben, weil es nicht kritisch ist. Und es ist auch kein Datenschutzproblem. Und man hat im Grunde ein Handwerkszeug und das kann natürlich immer noch besser werden. Aber das ist doch eine mega Erleichterung. Also man kann wahnsinnig viel machen und kann mittels KI auch Prinzipien und Grundsätze, auch etwas Vorgegebenes, das wir der KI vorgeben, anwenden. Ja? Und dann macht ja, also sie scheint es eben zu analysieren und dann sind wir gefragt zu beurteilen und zu schauen, wie passt das jetzt? Weil wir sind. Also das sorgt schon mal für Erstaunen, dass ich das überhaupt kann, wenn ich ja eigentlich weiß, wie so ein Sprachmodell funktioniert und trainiert wurde. Ja. Im Prinzip. Und das ohne jede IT-Kenntnis. Also man muss halt schreiben können, Browser. Ne? Aber im Grunde dieses Frage, diese Inhalte reingeben und das, was rumkommt, ist ja sehr
Ja. Niedrigschwellig. Das ist richtig. Wir haben alle ein Ferrari im Keller stehen, egal ob wir einen Führerschein haben oder nicht. Mit ChatGPT. Wir haben jetzt alle den Ferrari im Keller und ja. Genau. Rüdi, das ist jetzt meine Interpretation dazu. David, du lächelst schon. Genau. Wie ist es bei dir mit so Überraschungs- oder Staunensmomenten? Genau. Ich zeige ein Bild. Das ist Adobe Firefly. Hat ungefähr vor 10 Tagen ein Update bekommen. Und plötzlich kann man damit normal aussehende Menschen machen. Ja, Ja. vorher waren das immer so Models, ja, die teuer irgendwie aus irgendeiner Agentur waren oder so Hochglanzfotos. Und jetzt sind das plötzlich irgendwie halbwegs normale Menschen. Oder? Österreich? Österreich. Ja. Unterschiedlichen Alters. Also das hat mich erstaunt, dass das plötzlich irgendwie möglich ist. Ja. Also es sind schon die Funktionen, die fortgeschrittenen Funktionen, die Qualität der Ergebnisse, die uns staunen lässt, gell? Also das ist ganz oft so. Ja. Gab es auch, seid ihr irgendwo so ins negative Staunen auch schon mal verfallen oder gekommen? Wolfgang, du hast das erwähnt, die Frage so, ich muss jetzt vielleicht die Prüfungen alle, muss man neue Didaktik überlegen oder was auch immer. Vielleicht darf ich noch ein Negativbeispiel Oh ja, bringen, bitte. weil ich ja, ich brauche Auch. jetzt ganz kurz am Wort. Ja. Genau. Und zwar, ich hab gefragt, er soll mich beraten bei der Entwicklung innovativer Produkte. Und soll besonders, als Werbeagentur soll er mir besonders Ja. innovative Produkte vorschlagen. Und dann war der Vorschlag, okay, interaktive Werbekampagnen, Personalisierungstools und so weiter, Voice Search Optimierung. Und dann, das hat mich dann aber erschrocken, dann gab es einen Vorschlag, was man doch einsetzen könnte als Werbeagentur, nämlich Neuromarketing und Brain-Computer-Interfaces. Ja, wir haben Also kein Integrat eingebaut, gell? das heißt, der innovative Vorschlag war also die Werbung dann direkt in die Gehirne der Verbraucher zu bringen. Also Ja, das ist schon, es ist super innovativ, aber doch dann irgendwie ziemlich heftig. ziemlich heftig, ja, genau. Danke für das Beispiel, ja, genau. Im Chat habe ich jetzt gerade so mal ein bisschen mitgeschaut, ja. Unterschiedliche Nutzungserfahrungen. Qualität ist manchmal zwar nicht widersinnig, aber teilweise etwas skurril. Genau. Also ich glaube, das haben wir schon mal besprochen in unserem Video dazu, Martin, gell? Also so diese fehlende Textintelligenz und manchmal ein bisschen skurrile Ergebnisse, die gibt es natürlich, ja. Gab es für euch auch schon so große Irritationen, wo ihr sagt, irgendwas, wo ich sage, das lässt mir an der Sinnhaftigkeit von KI generell zweifeln oder da und da sollte die KI gar nicht einsetzen oder so. Gab es für euch sowas schon mal oder irgendwelche größeren Bedenken, die aufgetaucht sind? Vielleicht im Zusammenhang mit Produkten, die eben nicht richtig waren oder mit, ja. Na, gar nicht so gedacht mit richtig oder falsch. Also wir haben Ja. natürlich massive Schwierigkeiten an der Universität, dass sich tatsächlich einiges ändert, weil vor allem im Bereich der Informatik natürlich jetzt die Möglichkeit besteht, sich relativ gut also den Code generieren zu lassen und es schwer feststellbar wird, wer den Code gemacht hat, ne? Und wir wollen ja Personen bilden in dem Faktor, dass sie auch die Fehler erkennen und so weiter und die Ja. Kompetenzen aufbauen können. Ja. Aber wir haben, also es gibt da massive Schwierigkeiten, quasi feststellen zu können, ob die Kompetenzen dann da sind, Ja. weil also wir natürlich den Andrang haben von sehr vielen Studierenden. Und dann, wenn ich sehr viele Studierende habe, sind verschiedene Überprüfungsmöglichkeiten nicht mehr gegeben, ne? Und das ist jetzt quasi kein Vorwurf gegenüber der KI, überhaupt nicht, sondern dass die diese Spielregeln verändert und wir noch nicht klar und mit den Herausforderungen noch sehr im Argen sind, obwohl wir die Potenziale auch sehr schätzen. Wir machen sie ja quasi auch selber. Es ist natürlich auch schwierig zu sagen, gleichzeitig kann ich einen gewissen Kompetenzaufbau sicherstellen, wenn solche Werkzeuge auf der Seite vorhanden sind, ne? Ja, Und war das jetzt, also es ist kein Vorwurf gegenüber der Natürlich KI, sondern es ist eine problematisch. Riesenherausforderung eigentlich, ne? Ja. Also problematisch wird es da, wo es darum geht, einen tatsächlichen Kompetenzaufbau zu gewährleisten, ja, und einfach zu schauen,
Wir stehen ja dafür. Wir wollen das ja auch den Studierenden natürlich. Wir wollen und die meisten Studierenden wollen das auch. Aber ich sage immer, wir wissen, bei einer gewissen Anzahl an Personen gibt es auch immer schwarze Schafe und es wird immer schwieriger und der Aufwand wird immer größer, diese rauszufiltern. Und das stellt uns große Herausforderungen an Bildungsinstitutionen natürlich. Und das ist automatisiert noch nicht lösbar. Nicht? Also da muss ich tatsächlich, also das ist was personal intensiv wird. Naja, also man läuft mit Automatisierung in der Regel immer hinterher. Ja, das ist also quasi ist ein Aufrüsten, das haben wir schon im Thema Covid und Prüfungen gehabt. Ja. Das ist immer schwierig. Ja. Und laufen lassen kann man es auch nicht. Also wir können ja davon ausgehen, dass es sowas gibt wie einen Taschenrechner-Effekt. Ja. Also Taschenrechner-Effekt besagt, wenn wir die Dinge ständiger nutzen, dann verlernen wir zum Beispiel beim Taschenrechner eben das Kopfrechnen oder wenn ich, und da gibt es schon Untersuchungen dazu, Google Maps zu intensiv oder sehr intensiv oder halt. Ja, also das würde ich auch, also das ist auch eine Diskussion, aber grundsätzlich ist es ein Anspruch natürlich, was man ausbildet, ne? Und wenn quasi das versucht wird zu hintergehen mit quasi den Mitteln, die man selbst schafft, ist es natürlich schwierig, ne? Weil also es geht nicht darum, dass jeder programmieren kann, sondern es geht spezifisch darum, dass wir die Gruppe ausbilden müssen, die das können müssen, auch in Zukunft und die KIs weiterentwickeln sollen. Ne? Und das ist dann schwierig. Und wenn es die nicht mehr gibt, weil sie ja große Anteil davon mittels KI das erschleicht, dann wird es problematischer und dann ist es schwierig, dem eigenen Auftrag nachzukommen. Klar. Genau. Vielleicht noch bei dem Thema Missbrauch. Oder, ne? Ja. Also da muss ich natürlich auch immer die ketzerische Frage stellen. Das war ja früher auch schon möglich, sich die Aufgaben von einem anderen machen zu lassen. Da hatte man ja, also ne, jetzt ist halt nur quasi kostengünstig, ohne viele Transferkosten möglich, sich einfach oder Fremdleistungen einzukaufen. Ne? Also aber das Problem sozusagen, dass man früher schon bei Hausarbeiten oder ich weiß, unter Projektarbeiten sozusagen nicht verspielt, das war ja, also ist ja kein neues Phänomen, sondern vielleicht jetzt nur gepusht. Ne? Ich würde sagen, die halt wichtig, dass man halt diese Spielregeln hat, was darf man benutzen. Ne? Und du hast ja auch gesagt, einen Taschenrechner-Effekt. Ne? In der Schule ist es ja genauso. Die Schüler dürfen ja den Taschenrechner, also zumindest in Deutschland so, in manchen Bundesländern, ist ja Wettbewerbsföderalismus, das ist ja immer alles anders, aber in manchen Bundesländern ist es so, da dürfen also die Schülerinnen Taschenrechner benutzen und dann hat der Lehrer quasi bei diesem Taschenrechner einen Knopf, wo er bestimmte Funktionen dann in der Klassenarbeit aus- oder deaktiviert. Und dann dürfen die entsprechenden Regularien damit arbeiten. Und ich persönlich habe auch mit ChatGPT Python Codes programmiert, so zur Datenanalyse. Das hat er gut gemacht. Und ich fand es eigentlich ein super Tool. Und das, was ich mir über GitHub oder wo auch immer googeln müssen, krampfhaft wirklich Funktionen, die werden halt rein als Beispiel erklärt und so. Und das ist halt eine andere Form des Lernens, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Also wenn jetzt das finde ich gar nicht mal. Ich finde es doch toll, dass sozusagen die Programmierschleifen, wie wenn ich einen privaten Nachhilfelehrer hätte. Da ist halt die Frage, wie handelt man es aus? Selbstverständlich. Wie handelt man es aus und wie stellt man sicher, dass sozusagen man den Taschenrechner erst verwendet, nachdem man das kleine 1x1 gelernt hat? Ne? Also das ist so der Punkt, genau. Ja, ich bleibe nur ein bisschen bei diesem Taschenrechner-Effekt. Also es hat mich ja schon in mehreren Diskussionen beschäftigt. Ich höre da immer ganz unterschiedliche Reaktionen drauf. Ich weiß gar nicht, ob das Bild überhaupt passend ist. Bei KI geht es ja schon darum, um das Generieren von Texten, um das sozusagen Programmieren. Aber es geht durchaus auch darum, sich Ideen liefern zu lassen. Vielleicht, man kann sich ganze Designs für irgendwas liefern lassen. Oder man kann einfach anhand bestimmter Kriterien oder Vorgaben eine Sache analysieren lassen durch die Vorgaben oder Kriterien, die ich eben mache. Also das geht schon sehr in Richtung Werke, die eigentlich, ich lasse das jetzt mal weg, weil es nicht so ist, aber die potenziell urheberrechtlich geschützt werden, weil sie eine Schöpfungshöhe erreichen, wenn ich das als Mensch selber mache, dann habe ich ein Werk geschaffen, das urheberrechtlich geschützt ist. Ja. Also da geht es schon in Richtung eigenständiges Denken. Und was wir uns da abnehmen lassen, ist natürlich wirklich so das Stück weit das eigenständige Denken bei manchen Dingen. Das könnte man ja auch Bedenken verursachen. Also man könnte jetzt sagen, okay, Taschenrechner, brauche ich vielleicht als erwachsener Mensch nicht unbedingt, dass ich da die erste Ableitung von
im Kopf oder irgendwelche, weiß ich nicht, ja, muss ich vielleicht nicht, ja. Oder ich muss vielleicht nicht in einer Großstadt mich ohne Google Maps zurechtfinden können. Das kann ich vielleicht verlernen, das ist vielleicht nicht so tragisch. Hauptsache ich komme im Gelände halbwegs noch, weiß ich noch, wo Norden und Süden ist, ja. Bei sowas wie ChatGPT, wenn es da sozusagen an Dinge geht, die künstliche Intelligenz heißt, ja, etwas, was eigentlich sonst nur der Mensch mit seiner Intelligenz lösen kann, ja, wenn es so in diese Richtung geht, könnte man ja eigentlich Angst kriegen, ob man uns da jetzt unsere menschliche Urfähigkeit abnehmen lassen, wenn wir das zu intensiv nutzen, geht uns die Fähigkeit zum eigenständigen Denken verloren oder werden wir zu faul werden, ja, oder zu sehr unter Zeitdruck stehen in unseren Arbeitsplätzen, um die Dinge noch selber durchdenken zu wollen, kritisch. Ja? Gibt es da irgendwie von euch eine Haltung oder Erfahrungen dazu? Oder ja. Ich denke, halt ist ein guter Helpling. Es gibt so ein Kartenspiel, da gibt es einen Helpling, ja, oder einen Helfling, ja, der dann die Waffen trägt oder so. Und auf jeden Fall, das ist ja im Grunde ein gutes Tool als Arbeitshilfe und Microsoft nennt es ja auch Copilot. Ne? Also ja, das haben sie ja mittlerweile alle zwangsintegriert. Es ist gar keine Frage, ob sie es haben. Sie haben wir alle, wenn sie Microsoft-Produkte benutzen. Und das war ja auch so ein bisschen der Kontext, warum ich mir, also der Pullover ist jetzt nur zufällig grau, ne? Dieses graue Boxmodell der Chatbot-Didaktik. Also diese ist ja im Grunde so eine Art wie die Bedienanleitung didaktisch von solchen Tools, dass es im Grunde nicht so ist, dass man sich blind darauf verlassen kann, sonst ist man verlassen, sondern es geht darum, wie würde ich sagen, weise damit umzugehen. Und wie bei jeder Medienkompetenz, ne, ich konnte früher auch dumm googeln. Google gibt mir auch irgendein Ergebnis. Wenn ich das einfach als Erste nehme und sage, das ist es jetzt, dann habe ich ein Problem. Und das ist doch eigentlich der mündige Bürger, hätte ich fast gesagt, also oder der mündige Nutzer, der im Grunde Heuristiken entwickelt. Kann das sein? Ne? Also es geht ja gar, vielleicht ist das so ein bisschen so der Clou, ne, dass man gar nicht mehr weiß, was stimmt, sondern dass man Heuristiken der Welt hat, auf die man zurückgreift und dass man das viel stärker als Kompetenz rauskitzelt. Ne? Genau, was du meinst. Ja? Also das wird heißen, um in dem Bild zu bleiben, ich gehe nicht nur mit Google Maps durch die Gegend, sondern ich schaue mich wirklich auch immer sehr genau an und kann das schauen, stimmt das mit wie beim Navi, wenn die alle in den Fluss fahren. Es gibt auch Leute, die das Navigationssystem benutzen und es war dann doch keine Brücke, sondern eine Fähre. Genau. Und dann fahren sie trotzdem gerade drüber. Ne? Ja, so, das ist ja das, ne? Und das war noch keine KI. Genau das Gleiche. Ja. Also gut, das heißt, ich kann auch den Taschenrechner nicht benutzen, ohne mitzuschauen, ob die Größenordnungen stimmen können. Also das kann ich nicht tun. Ja, also für die MOOC-Leute tue ich gerade mal in den Chat noch so Links setzen, falls sie im Nachhinein sozusagen mal stöbern wollen, dann haben sie die Chance, dann muss ich da nicht zu viel zu sagen. Okay, danke dafür. Genau. Du hast mir ja im Vorgespräch erzählt, Wolfgang, dass du manchmal zu tun hast so mit dieser Idee, man könnte vielleicht das Thema aussitzen oder mit Personen oder Institutionen, die so herangehen an künstliche Intelligenz, als könnte man das, als wäre das so ein vorübergehendes Phänomen. Magst du da ein bisschen was erzählen und wie sehen das denn da die anderen? Können wir denn das jetzt aussitzen, wenn die das... Also, wenn wir das Internet abschalten, wird das vielleicht gehen. Aber im Grunde dadurch, also ist ja bei jeder neuen Technologie so, man hat die Vorreiter sind, die mitschwimmen und die das alles für Teufelszeug halten. Das ist ja immer so. Und natürlich ist es halt bei dieser ganzen, gerade Bildungssektor, dieser Prüfwahn. Ne? Also man oftmals, zumindest in Deutschland, habe ich so das Gefühl, dass das Bildungssystem sie auch prüfen und normieren setzt, anstatt auf die Entwicklung des Menschen, sage ich jetzt mal. Also, dass dieses Prüfen so wichtig ist. Ne? Wer kriegt den Schein? Wer hat welche Kategorien? Wer hat welche Note? Ne? Das ist so ganz, ganz wichtig. Aber nicht diese Handlungsorientierung, die das Berufsbildungsgesetz bei uns zum Beispiel will. Das soll man ja rein theoretisch immer lernen zu lernen, um es zu übertragen. Ne? Und das ist sozusagen die große Chance, die ich einfach sehe. Und dadurch, dass Microsoft es sowieso zwangsintegriert hat, und im kommenden Jahr soll der Co-Pilot ja auch, der ist ja jetzt schon da, wenn Sie in der Kommandozeile ein paar Sachen eingeben, aber das soll ja nächstes Jahr alles kommen und dann da hat man keine Wahl. Also die Leute haben das Tool, der Nutzwert, man geht immer den einfachsten Weg. Warum soll man jetzt googeln, wenn man auch ChatGPT fragen kann?
Also es wird ja immer so sein, dass man das Tool nutzt, was einem hohe Effizienzversprechen bietet. Und wenn es nichts kostet an Geld, dann ist ja die Hürde so gering, dass es einfach massenhaft genutzt wird, ne? Ohne dass man sich dagegen sträuben könnte. Ne? Man Also kann es ja nicht. ja, genau, also Also du die sagst, Abstimmung mit den Füßen könnte man es auch nennen. Ne? ich verstehe, du sagst, es wird da, daher wird es genutzt werden und daher kommen wir nicht aus. Ja. Gleichzeitig sagst du ja auch was recht, also im Moment würde ich nur sagen, recht gefährliches. Warum sollte man googeln, wenn man auch ChatGPT nutzen kann? Naja, ich würde sagen, weil die Informationen, die ich dann kriege, auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise zustande kommen, ja. Vielleicht mag jemand von euch da einhaken, Martin oder David, wie seht ihr das? Ja? Also einerseits, warum sollte man googeln, wenn man GPT nutzen kann? Wo ist der Unterschied? Nicht? Warum? Und zweitens, haben wir da nicht einen Bildungsauftrag? Also müssen wir nicht allen helfen, den Unterschied zu erkennen? Oder warten wir drauf, bis eh überall der Co-Pilot dabei ist und man immer mehr unterscheiden muss zwischen Google und Large Language Model, weil sowieso alles so verwoben ist, dass man immer mehr erkennen können, wo die Information herkommt und wie sie entsteht. Wie ist es denn, David? Naja, ich meine, jetzt ist es noch sinnvoll oder wichtig zu wissen, was ist der Unterschied zwischen Ja. Google und ChatGPT. Ne, dass man also in ChatGPT nicht wirklich Informationen rauskriegt, sondern eher etwas, was aussieht wie Informationen, was stimmen kann, was nicht stimmen muss. Aber das wird irgendwie verfließen. Das wird auch besser werden. Ja, also jetzt zum Beispiel hat Google Bard schon die Möglichkeit eines Faktenchecks. Mein Google Bard kommt von Google. Bard googelt mittlerweile das, was an Text generiert wird, nach und markiert dann mit grün oder mit rot, wenn es irgendwie Belege dafür gibt. Aber letztendlich natürlich ist es eine Aufgabe der Erwachsenenbildung, dort ja, Medienkompetenzbildung anzubieten, damit möglichst viele Menschen ungefähr nachvollziehen können, wie die Tools funktionieren und was man davon erwarten kann. Ja, spannend. Ich sehe das ja auch so, dass eigentlich mit der KI, mit der generativen KI, jetzt die breite Masse an erwachsenen Menschen ganz viel zu lernen hätte. Also davon profitieren würde, genauer zu verstehen, wie funktioniert das, ja? Und ich bin so dankbar für solche Fragen, wie hängt nicht jegliche KI, auch Google, von Algorithmen ab? Ja, genau, das ist so. Es gibt aber eben Algorithmen, die sozusagen fix vorgegeben sind von dem, der sie einsetzt. Also wie zum Beispiel Algorithmen der Suchmaschinen. Ja. Und es gibt andererseits sowas wie generative KI, die ist einfach einmal trainiert worden mit einem riesigen Datensatz. Und aus diesem Datensatz generiert sie dann ihre Ergebnisse nimmer mehr auf Basis von Algorithmen, die die Macher kennen, sondern nur mehr auf Basis dessen, was sie eben selber gelernt hat in einem neuronalen Netz, das nachempfunden ist im menschlichen Gehirn mit vielen Schichten, vielen, vielen Schichten, ja, und wo eigentlich niemand von den Entwicklern und Entwicklerinnen mehr ganz genau sagen kann, wie tut sie es, nicht? Also sie kombiniert auf Basis von Wahrscheinlichkeiten Wörter und Sätze, ja, also es ist wahrscheinlich, dass die Katze frisst. Futter ist wahrscheinlicher als die Katze frisst Hotdogs. Ja, vielleicht da. Die Katze frisst OSC wird es wahrscheinlich nicht mehr so leicht sein. Ja, also das heißt, das kombiniert auf Basis von Wahrscheinlichkeiten. Ja, es ist nicht mehr ein Algorithmus, den Google so wie seinen eigenen Suchalgorithmus kennt. Ja, und ja, also gibt es eben Unterschiede. Ich kann es das besser erklären. Also ich glaube, Martin, vor allem als Techniker, dir liegt es wahrscheinlich näher, die Erklärung, aber die ist im Grunde, das war jetzt die Kurzfassung, und im Grunde das, wo ich glaube, dass es eigentlich alle wissen müssten. Also Funktionswissen, damit man weiß, wie kommt denn das zustande, diese Information. Ich habe jetzt gesehen, ich fand es so spannend, es gab jetzt von APA
die seit vielen Jahren, ich glaube Jahrzehnten, Vorgaben macht zum Zitationsstil in wissenschaftlichen Arbeiten. Es gibt jetzt Empfehlungen von der APA, wie man Ergebnisse von ChatGPT zitiert. Wir haben es ohnehin in Bemung verlinkt. Das ist schon spannend, ja, weil damit kommt ja aus dem Editorial-Team von der APA kommt jetzt sozusagen ein Vorschlag, Ergebnisse von ChatGPT als zitierfähig und zitierwürdig für wissenschaftliche Arbeiten zu betrachten und heranzuziehen. Das heißt es ja. Aber was heißt das denn? Ne? Was heißt denn das, wenn wir nicht ganz genau wissen, wie das Ergebnis zustande kommt? Die Information, die ChatGPT ausspuckt, ist auf Basis von Wahrscheinlichkeiten kombiniert und irgendwie hat dieses Tool was gelernt. Wir zitieren das vielleicht in wissenschaftlichen Arbeiten, wir wissen aber nicht genau, wie es zustande kommt. Das ist anders als bei Google. Bei Google weiß ich, wie es zustande kommt. Da kann ich nachschauen, aha, die Einrichtung, die Person hat das gepostet, ich kann schauen, was ist der Hintergrund der Person. Es ist wirklich ein Paradigmenwechsel, es ist ganz was anderes. Ja, ja, wobei die Bing-Variante, die zitiert ja quasi mit Fußnoten, also wie der Text zustande kommt und wenn man möchte, also wenn man, muss man aber das Bing ChatGPT da benutzen, dann kann man durchaus sehen, welche Quellen sind da benutzt worden und könnte da auch draufklicken und die nutzen auch irgendein PageRank oder Verfahren, wo wenn man das selber googelt, es auch die Top-Treffer gewesen wären. Ne? Also das ist eigentlich ganz spannend. Ja, ich nutze das auch, also ich kenne das, ist klar. Und im Gegensatz zu ChatGPT gibt es dann auch immer diese Quellen. Also bei ChatGPT kommen ja immer wieder mal noch welche vor, die sind einfach generiert und nicht gesucht, also gibt es gar nicht. Genau. Ja, aber trotzdem, also sozusagen wollen wir, also wir sind ja schon am Weg dahin, zu sagen, wir akzeptieren ein Wissen, das von einer KI generiert worden ist, das ist kein Wissen, sagen wir mal, es ist Information, ja, Information oder ein Output, der von einer KI generiert worden ist, zunehmend auch als Inhalt von, ja, vielleicht von wissenschaftlichen Arbeiten, wenn man es dort zitieren darf, nach APA-Regeln, oder vielleicht sogar als Bildungsinhalte, wenn ihr jetzt an überlastete Trainerinnen und Lehrerinnen, Unterrichtende denkt, die vielleicht da sich es leichter machen sollten, weil wieso sollte ich googeln, wenn ich ChatGPT habe, das mir einen langen Output liefert? Ich sehe dich nicken, David. Ja, also das ist schon so die Richtung, in die es gehen könnte auch, ja, wo man aufpassen muss. Ja, oder dass ChatGPT die Arbeiten schreibt. Also die wissenschaftliche Leistung ist ja gerade in Naturwissenschaften irgendwelche Experimente. Manchmal gibt es verschiedene Persönlichkeitstypen, ne, die Mathe können, haben manchmal andere Defizite wie umgekehrt. Und dann könnte es schon so sein, dass man im Grunde die Bullet Points, die Ergebnisse, ne, hingibt und dann sozusagen das Verbalisieren der Maschine überlässt. Dann muss ich mich halt nur quasi einigen. Was ist die Leistung des Experiments und die statistischen Ergebnisse, die rumkommen, oder im Grunde auch das Schreiberische? Ne? Ja. Und dabei lernen sie auf der einen Seite ganz was Wichtiges, nämlich richtig prompten, auf der anderen Seite was anderes nicht, nämlich das, was eigentlich geprüft wird. Ja. Martin, du hast da vor kurzem, ich glaube, so in deiner Rolle als Vater ganz interessante Beobachtungen einmal so nebenbei mit mir geteilt, wie man inzwischen so ganz geschickt fragen kann, um das eine oder andere Ergebnis zu bekommen. Aber natürlich ist das dann eine Herausforderung. Ja? Wie beurteilt man das dann oder wie fängt man das wieder ein, dass irgendwas eben generiert ist und nicht eben selbst verfasst? Was mir da Sorgen macht, das ist wirklich der Punkt, was das großflächig bewirken kann, ja, wenn wir jetzt eben beginnen, die Ergebnisse einfach in wissenschaftliche Arbeiten oder in Lehrbuchwissen, in Institutionen vermitteltes Wissen aufzunehmen, ja. Wollen wir das riskieren? Wissen oder Inhalte, die nicht wirklich, wo wir nicht nachvollziehen können, wie sind sie zustande kommen. Ja. Es soll eine Deklarationspflicht kommen, ja, also wenn der AI Act durchgeht, ja, das KI-Gesetz, das die Europäische Union schon seit 2 Jahren in Arbeit hat, inzwischen wieder adaptiert hat, im Juni neu vorgelegt hat und das jetzt im Anfang September durch das Education Committee gegangen ist, das jetzt von den Ministern
vom Ministerrat beschlossen werden sollte und das dann ja vom Rat verabschiedet werden sollte, ja. Wenn es denn kommt, da geht es natürlich vor allem um Risiko-KI, da geht es nicht so sehr um die Deklaration von generativer KI, aber es geht auch um die Deklaration von Ergebnissen generativer KI. Dann kommt, wenn es durchgeht, dann kommt eine Deklarationspflicht vielleicht. Wie seht ihr das? Ich denke, die Wahrheitsfrage ist immer so eine schwierige, ne? Also Wissen, Wahrheit, Fakten, das ist immer eine ganz heikle Frage. Wenn man die jetzt aber als einen Strang sieht, das ist heikel. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt als Lerninstitution Wissen definiere als wahr und dann zum Beispiel ChatGPT daraufhin sagt, trainier mit mir zum Beispiel diese 5 Sicherheitsregeln, machen wir mal ein Übungsprogramm, machen wir mal Vorschläge, wie kann ich das in der Praxis machen, dann habe ich das Wahrheitsproblem nicht. Also, ne, ja, dass man vielleicht jetzt nochmal trennt. Das eine ist das Wahrheitsproblem, da haben wir alle auch manchmal den Fakten nicht immer wahr. Oder der eine sieht so rum und der andere sieht so rum. Ja. Ne? Das ist diese Wahrheit-Faktstrang. Und das andere ist, sag ich mal, mit dem Chatbot lernen oder so. Ne? Und das sind vielleicht 2 Ebenen, die man nochmal trennen kann, auch mit Blick auf heterogene Zielgruppen. Also ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, in Deutschland ist ja in der Berufsschule, sage ich mal, auch die Heterogenität unheimlich groß von den Berufsschülerinnen. Und die im Grunde alle zu bespaßen, dass die ihren Weg gehen können, ist ja für die Lehrkräfte sehr, sehr krass. Und das kann natürlich schon eine Hilfe sein, wenn man sagt, okay, Folgendes ist wahr, ne? Und das ist es dann auch. Und anhand dieses Wahrheitsgehaltes wird dann das Wissen verstehen. Ne? Das ist natürlich was anderes, wie ich suche jetzt Fakten, sondern ich gebe die Fakten rein und damit habe ich einen sicheren Stimuli, auf dessen Basis die Leute arbeiten. Genau. Das heißt, du kontrollierst die Fakten, indem du sie reingibst. Das ist sicher mal ein guter Ansatz, eine gute Lösung. Wir sind jetzt ein bisschen weg von der Frage mit der Deklarationspflicht, aber eine andere Frage kriegt gerade Energie im Chat. Aber David, bitte, wenn du zur Deklarationspflicht was sagen magst, dann... Also ich finde das interessant und ich finde auch wichtig, eigentlich transparent nach Möglichkeit umzugehen, ob man KI nun eingesetzt hat oder nicht. Ich finde aber auch, dass die Frage irgendwie erstmal der Richtigkeit ist natürlich auch ganz eine wesentliche. Aber nochmal zur Transparenz. Was gibt man an, wenn man jetzt direkt irgendwie einen Absatz aus ChatGPT übernimmt? Oder gebe ich an, wenn ich jetzt mir Ideen habe geben lassen für die Struktur des Textes oder wenn ich mir Überschriften habe vorschlagen lassen? Ja. Und letztendlich, wenn ich es nicht angebe, man kann mich ja kaum, man kann es ja kaum aufdecken. Es ist ein Appell an Ehrlichkeit, weil es wird nicht das Gleiche, es ist nicht nachvollziehbar, wenn du es nicht selber verfasst hast. Ne? Ja, also auch die Tools, die KI-generierten Text erkennen sollen, können das nicht. Gewisse Wahrscheinlichkeiten angeben, aber das funktioniert nicht gut. Und ich finde auch super spannend die Frage, was passiert, wenn die KI dann von KI lernt, also wenn das Netz mit KI-generierten Texten sozusagen überschwemmt wird und dann eigentlich gar keine andere Frage mehr zum Weiterlernen da ist. Das ist sicher zum Teil spannend. Frage, ne? Das Ganze ist ja selbstreferenziell. Genau. Genau. Ja, danke für den Hinweis. Martin, du hast da gleich Bezug drauf genommen, was passiert, wenn die KI nur mehr von Texten lernt, die eine KI generiert hat. Und zwar eine KI, die von vornherein nicht frei war von Bias, sondern diese ganzen sozusagen Verzerrungen bezüglich Gender und Hintergrund und Status und so weiter eingeschrieben hatte in ihre Daten. Ja. Also wir schrauben uns ja da in die Probleme der Ungerechtigkeit tiefer rein wahrscheinlich, wenn die KI nur mehr von der KI lernt, die von vornherein schon Bias gehabt hat. Was habt ihr da? Gibt's da, Martin, du findest es spannend, darüber nachzudenken? Hast du da? Also ich habe jetzt keine Lösung dafür, sondern eher, es ist eine berechtigte Frage. Ne? Also das ruft jetzt nicht die Technik auf den Plan, sondern das sind die Algorithmen und Wahrscheinlichkeiten so und Modelle, so wie sie funktionieren. Und wenn man die falsch füttert, dann werden sie natürlich auch falsche Ergebnisse liefern. Also das scheint mir logisch. Ne? Und die Frage ist halt immer, wie kann man sich als Gesellschaft dagegen aufstellen, damit solche Dinge nicht passieren. Aber wenn ich an die Vergangenheit denke, wo wir auch gefordert haben, ethische Beiräte für automatisiertes Fahren und so weiter, das ist alles noch sehr in den Kinderschuhen. Und
ist, glaube ich, wieder der gleiche Appell. Also wir brauchen es dringender denn je, also Personengruppen, die sich mit solchen Dingen systematisch beschäftigen und also auch für Qualität in der Ausgabe und so weiter sorgen. Also nachdem das Maschinen sind, sollte irgendwas doch noch in Menschenhand bleiben und Umlegungen und so weiter und Gefahren und so weiter, Herausforderungen wird es immer geben und je komplexer das wird, umso schwieriger und berechtigter finde ich diese Fragen und ja, es sollte uns nicht entgleiten. Ne? Und kann ich mir nur Appelle sagen, ich kann die Menschheit nicht retten, ne? Also wenn sie einfach so tut, als wie wenn das eh alles egal ist und klar ist. Ne? Aber das ist eine berechtigte Frage, dass wenn ich anfange, es könnte im schlimmsten Falle darin enden, dass die Meinung der KI die Meinung oder die Geschichte der Menschheit ist und das vielleicht nur ein Abriss von dem ist, was tatsächlich in ihrer Komplexität passiert ist. Ne? Aber umgekehrt natürlich kann man auch argumentieren, jedes Geschichtsbuch ist ein Buch und gilt jetzt als Wahrheit und war vielleicht nicht so. Ne? Also das ist jetzt nicht an der KI an sich das Schlechte zu rütteln, sondern es zeigt uns eigentlich, mit welchen Dingen wir uns beschäftigen müssen und die Problematiken waren. Ne? Das die auch Taschenrechnen, ich verstehe das schon, es wird nur komplexer. Also und komplexer, schneller, leichter, zugänglicher verändert einfach die Spielregeln. Ne? Verändert einfach die Spielregeln. Also ich glaube, es ist ein sehr guter Satz, ändert einfach die Spielregeln. Und das Zweite, wo ich da anfangen möchte, was mir jetzt sehr gefallen hat, wir sollten uns nicht ganz entgleiten, ja. Und also wenn ich die richtig verstanden habe, habe ich da herausgehört, wir sollten beteiligt bleiben, zumindest als Menschen. Wir sollten in the loop bleiben, ja, wenn es um Themen geht und Dinge geht, die Zukunft betreffen. Ja. Also wir sollten nicht die KI allein ableiten lassen aus der Historie, wie es jetzt weitergeht und darüber selbstreferenziell weiterschreiben. Ja. Weil sonst wird sich nichts zum Positiven verändern. Ja. Kann man das so sagen? Ist das zu stark überzeichnet oder würdest du mir dazu stimmen, Martin? Ja, zustimmen, also für mich ist immer so, also es ist nicht so, dass die Technik was Böses ist, ja, also das ist der falsche Ansatz, die Technik ist neutral, ja, der Mensch, was er damit tut, ist, er macht gut oder böse aus Technik, ja, also wir können immer alles in alle Richtungen verwenden und was wir tun sollten, ist uns über das Gedanken machen und das ist, wie soll ich sagen, in meiner Welt ist es so, wir lösen als Techniker und Technikerinnen das Problem nicht, sondern wir stellen eine Technik zur Verfügung, eine Technologie. Ja. Und es gibt andere Schichten, die sich mit philosophischen Fragen und so weiter beschäftigen und ethischen Fragestellungen und die sollten auf den Plan kommen und sich schleunigst auf den Hintern setzen und diese Dinge quasi bedenken, was hier passiert. Ja. Und die brauchen wir als Unterstützung. Das, also wie gesagt, also es darf nicht so sein, dass die Person, die das programmiert und den Algorithmus zur Verfügung stellt, am Ende vom Tag Schuld oder die Herausforderungen versucht zu lösen. Das ist nicht das Thema. Ja. Und das ist so großartig, was du sagst. Das ist ein Ruf eines Technikers nach Orientierungswissen und nach den Philosophen und den Menschen, die das Ganze von seinen gesellschaftlichen Implikationen her betrachten, von Berufswegen. Ich habe früher mal anders formuliert und habe gesagt, also wenn wir beim Beispiel des Ferraris bleiben, wir stellen den Ferrari hin, aber ich mache keine Verkehrsregeln. Also ich frage mich einfach gerade, ich glaube, die Menschen gibt es, ja, die Philosophen, die sich diese Gedanken machen, ja, und die vielleicht auch nicht nur Philosophen, sondern auch Medienwissenschaftler und Pädagogen, Pädagoginnen, die sich einfach all diese Gedanken machen. Wie passt denn das in unser gesellschaftliches Machtgefüge, dass die da eine Art Mitsprache haben bei einer KI, die ausgerollt wird? Ja? Also die Bedenken gibt es, glaube ich, ja, und die Menschen, die sich darüber Gedanken machen, gibt es auch. Die Frage ist nur, sind die in den Positionen, wo entschieden sind? Werden die dort oder werden die da, sind die da? Wie sind die da beteiligt oder wie beteiligen sie sich da? Also für mich ist es eine gesellschaftliche Herausforderung, die gesellschaftlich zu betrachten ist. Also die Politik hat genauso, wie wir bei Politik und Digitalisierung diskutiert haben und gesagt haben, wie verändert die Digitalisierung die Politik, wird sie die KI genauso verändern. Und diese Dinge sind eigentlich von höchster Relevanz und sollten von allen Schichten gut behandelt werden und jeder sollte grundsätzlich Digitalisierung ernst nehmen, weil es geht ohne nicht mehr, auch wenn wir das schon seit 20 Jahren predigen. Irgendwie geht es immer so nebenbei mit und es ist doch nicht so wichtig. Nein, es ist tatsächlich. Es ist so wichtig, gell? Ja. Und kritisches Denken ist jetzt noch einmal so wichtig. Es ist genauso wichtig. Es ist nicht nur das KI-Bedienungswissen, ja, sondern es ist gerade jetzt wieder das kritische Denken genauso wichtig, auch in der Erwachsenenbildung. Ja. Genau.
Es gibt ja so viele öffentliche Debatten zu dem Thema, fast vielleicht schon eine Schwemme, ja. Im Moment wird wirklich viel über KI und gerade über KI in der Bildung auch diskutiert. Gab es da, ich bin ganz sicher, ihr seid in vielen dieser Diskussionen auch schon eingeladen gewesen, dabei gewesen. Gab es da was in diesen Diskussionen, was euch verwundert hat oder was euch gefehlt hat? Gibt es da Aspekte, die, wo ihr sagt, das oder jenes fehlt eigentlich in der öffentlichen Diskussion? Oder das wundert mich in der öffentlichen Diskussion dazu, zu dem Thema. Vielleicht die Vergleiche zur Realität. Und zwar, ich habe mir so vor, so, es geht jetzt um Terminator kommt, ne? Dieser Kinofilm mit Arnold Schwarzenegger, ne? Wo die Maschinen übernehmen oder Matrix oder so. Aber gerade wo vorhin, ja, war eigentlich sind viele Sachen, die jetzt kommen, eigentlich Produkte alter Wein in neuen Schläuchen. Also gerade bei der Selbstreferenzialität des Mediensystems, ne? Also das war ja so die Luhmannsche Kiste. Da war ja damals schon die Kritik, was wir über die Welt wissen, wissen wir aus den Massenmedien. So, Ja. und jetzt wird es eben halt angereichert mit Chatbot-Flut womöglich, ne? Also weil man halt, ne, das was aber bisher die Trolle machen. Ne? Also ne, viele Probleme sozusagen, die es eigentlich ja jetzt auch gibt, die werden da einfach nur exponentiert fortgeführt, ne? Oder auch, dass man mit KI Bilder manipulieren kann und damit Kriegsverläufe beeinflussen. Das konnte man früher ja auch ohne KI. Ne? Nur wird halt die Dringlichkeit höher. Ne? Und dass man das Weil es vielleicht mehr, vielleicht geht, ja. ne, dass man mehr so halt sagt, viele Sachen sind doch auch ohne KI alles schon da gewesen, Ja. nur der Eskalationsgrad ist jetzt höher. Ne? Also das fehlt mir so ein bisschen. Ne? Also ne, gerade auch mit Fake News, die KI kann Fake News schreiben, jetzt ja, kann ja auch der russische Troll. Also, ne, also dass man da mehr sozusagen guckt, okay, was sind eigentlich die Probleme, die wir sowieso die ganze Zeit schon hatten, nur dass sich jetzt das exponentiert. Ne? Also, dass nicht so diese KI immer diesen schwarzen Peter kriegt. Also das wäre so ein Wunsch an die öffentliche Diskussion. Genau. Du siehst, vieles davon ist schon da gewesen. Es ist mir jetzt einfach leichter geworden, das zu tun. Genau. Und natürlich haben Einfach die die Wahrscheinlichkeit, Tech-Konzerne dass es mehr Macht Menschen da. machen. Ne? Also, Ich habe genau. Aber die Tech-Konzerne haben natürlich einen gewissen ja. Machtfaktor dabei. Ne? Aber zum Beispiel auch über Google News oder so, die setzen ja auch brutal das journalistische System unter Druck. Also, ne, also das sind vielleicht so Sachen, wo ich denke, da müssen wir halt im öffentlichen Diskurs halt sagen, okay, das sind alles Sachen, die waren schon da, Die waren schon da, ja. kriegen jetzt nur ein Sternchen. Ne? Ja. Und wie gehen wir Ja. denn damit um? Ne? Und ich denke, zukünftig wird es auch eher so laufen, dass es so ähnlich wie bei Twitter, da gibt es ja, oder bei Facebook, in Deutschland gibt es das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gegen Hassgedöns, ne? Wo im Grunde ja, Autorenteams oder Technikteams im Grunde überwachend tätig sind und bestimmt an Ja. bestimmten Stellen dann eingreifen. Ne? Also ich denke, das ist eher so, das was auch mit dieser gesellschaftlichen Kontrolle ist, ne? Dass es irgendwelche Boards gibt, die im Ja. Grunde so eine Art Überwachungsfunktion haben und an bestimmten Ja. Stockmarken eingreifen müssen, damit die Sache Ja. sozusagen innerhalb der Regularien dann läuft. Ja. Weil von den Produzenten der Tools kann man das natürlich nicht erwarten. Ja, die machen uns das so einfach wie möglich. Die wollen ihre Schnittstellen verkaufen. Die haben sozusagen einen Demokratisierungsprozess simuliert, indem sie da jetzt alle damit arbeiten lassen. Ja. Und die tun ja auch noch was anderes. Also sie statten ja die Tools wie zum Beispiel ChatGPT aus mit Fähigkeiten, sie so menschlich wie möglich reagieren lassen. Ja, also gerade ChatGPT ist zum Beispiel in mehreren Schichten eben programmiert. Und die letzte Programmierschicht war ja die, ich sage immer, das Höflichkeitsasset. Ja, kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Selbstverständlich stelle ich Ihnen das sofort zur Verfügung. Genau, also da müssen wir schon, glaube ich, wahrnehmen, dass man nicht unbedingt, also wir sollen Käufer sein, ja, dieser Tools, wir sollen sie nutzen. Das macht es nicht leichter, kritisch zu sein, ja, oder nicht leichter, wach zu bleiben. Dieser Anthropomorphismus, ja, der da verstärkt wird. Also Menschen tendieren ja sowieso schon dazu, alles Mögliche zu vermenschlichen in ihrer Wahrnehmung und die KI besonders. Vielleicht da können wir darauf nur kurz eingehen. Ja, da habt ihr bestimmt eine Fachmeinung dazu, zu diesem Anthropomorphismus. Ich habe da eher so dieses User-Empfinden. Ich mochte schon vor Jahren nicht, wenn mir mein Netbanking-App mit George, hallo, ich bin hier George, angesprochen hat. Ich habe mir schon gedacht, du bist kein George, ja. Du bist eine Maschine, ja.
Aber das macht natürlich was für uns, ja, wenn jetzt ChatGPT daherkommt, das wäre es ein sehr höflicher, sehr netter Helfer. Also ich finde das so spannend, dass die Beziehungsebene ja für Bildung auch so eine große Rolle spielt. Also wir bauen Beziehungen auf zu Lehrpersonen und jetzt bauen wir eben Beziehungen auf zu Maschinen und zwar in einer ganz anderen Qualität als bei Google, ja, weil ich immer sage, bitte zu ChatGPT. Aber der nächste Schritt ist dann zum Beispiel Robotik, wo dann das Ganze auch nochmal ein menschliches Antlitz bekommt. Und wenn da die Maschine auch noch, ich meine, die ist natürlich weiterhin dann so höflich und gutmütig und begleitet mich dann wirklich durch den Tag. Und es gibt tatsächlich immer mehr auch solche Chatbots, die eben deutlich mehr sind als einfach jetzt interessante Gesprächspartnerinnen, sondern eben wirklich auch psychologische Unterstützung. Das kann natürlich dann auch Lernunterstützung sein und die mich durch den ganzen Tag begleiten sollen. Und da ist das wäre auch positiv vielleicht, ja, dass es da diesen menschlichen Faktor gibt, der dann eben ganz anders plötzlich ist als bei Google. Es ist so ein Stück, wo geht es eigentlich hin? Gell? Es gibt da diesen Kollegen von dir, der immer gern erzählt von Robotern als Partnerersatz und dergleichen, was es ja schon alles gibt. Ja. Da gehen wahrscheinlich dann auch die Bewertungen auseinander, ja. Aber was tut man, wenn es da ist und wenn es einfach nutzbar ist? Ja, was ändert es dann? Okay. In der Pflege gibt es ja auch diese Tendenz, auf Roboter zu setzen, um sozusagen diese Einsamkeit zu reduzieren. Ne? Da kann ich mir auch vorstellen, wenn das sozusagen avatarmäßig noch schicker ist und mit Sprachausgabe und so weiter. Und dass das natürlich auch gerade für so Einsamkeitsbekämpfung und so, und das, ne? Also da weiß ich, da gibt es jetzt schon irgendwelche Roboter, die das irgendwie simulieren. Ja, aber das ist natürlich auch eine riesenspannende. Katzenfell. Ja. Ja, also das ist ja schon so eine, das ist schon so eine Frage, da geht es so in die Zukunft, ja. Also der Anthropomorphismus jetzt, ich glaube, der führt uns ordentlich in die Irre, ja. Also ich habe jetzt vor einiger Zeit einmal den Hilbrich heißt er, glaube ich. Hirsprich gehört. Mit Silicon Valley-Erfahrungen sehr intensiv davon sprechen, dass das eigentlich unsere Herausforderung ist, im Moment mit diesem Anthropomorphismus umzugehen. Damit umzugehen, dass wir es jetzt da mit so einer Instanz zu tun haben, die so daherredet, als wäre sie super höflich, super nett, super unterstützend und allwissend. Also so klingt sie ja. Ja, sie klingt so. Und weil sie so klingt und von ihren Konstrukteuren so gestaltet wurde, überschätzen wir sie ständig, ja. Oder schätzen sie falsch ein, erwarten was Falsches, erwarten was anderes. Und dass uns das so in die Irre führt, wenn wir das ja noch gar nicht kennen, dass man sich in erster Linie damit auseinandersetzen müsste, dass man überhaupt einmal umgehen lernt mit so einer Instanz. Denkt ihr das auch oder ist das übertrieben? Wie ist das einzuschätzen? Also ich glaube, das wird kommen und wir werden zum Beispiel, wir haben jetzt KI in Zoom eingebaut, wie eben die Transkription, aber möglicherweise haben wir dann bald eine Art Avatar, also so Non-Player-Characters, auch in Zoom-Meetings, die dann mitdiskutieren, die uns unterstützen beim Lernprozess. Also das wird sicher auch ganz, ganz was Neues sein, wenn wir lernen müssen damit, umzugehen, aber vielleicht sehr spannend. Ja, ich meine, da sind wir jetzt schon so beim Blick in die Zukunft, gell? Ja, also dieses sozusagen, man hat sozusagen die Chance, dass man wirklich einen Lernpartner hat, der vielleicht auch mehr weiß. Ne? Und so das, wo früher der Nachhilfelehrer war oder die Lerngruppe oder so, ne? Dass die da im Grunde ersetzt oder ergänzt werden kann. Man muss nicht immer alles ersetzen, man kann ja auch das ergänzen, ne? Und sozusagen, ich finde es immer spannend, so diese, ne?
dieses Frage-Antwort-Spiel, ne? Wie ist das? Und dann drüber reden. Und das kann man ja, ich glaube, das wird sich schon durchsetzen, dass das als, ja, als Ratgeber oder so mehr genutzt wird, einfach, weil sich so anbietet. Das ist absehbar, gell? Genau, das ist absehbar. Würde ich sagen. Ich frage mich jetzt, weil ich ja weiß, dass wir traditionell in unseren Veranstaltungen mindestens ein Drittel Bildungsmanagerinnen haben. Ja. Ich frage mich jetzt, was heißt denn das? Ich möchte nur kurz so einen Schwenk machen zu dieser Perspektive. Was heißt das jetzt für mich, diese ganze Entwicklung, wenn ich ein Bildungshaus leite oder in einem Verband, einen Standort oder einen Verband gar leite als Erwachsenenbildungsanbieter? Was heißt diese ganze KI-Entwicklung jetzt? Also worüber sollte ich mir Gedanken machen? Was sind denn da die Themen, die da aufpoppen? Was heißt KI-Bildungsstrategisch für jemanden, der so ein Haus betreibt? Was sind da die Themen? Ja, was würdet ihr sagen? Ja, ich denke, das eine ist quasi der Lernende, der im Grunde, es macht ja sehr viel Sinn, eigentlich in so Lerngalaxien zu denken, damit diese Handlungsorientierung reinkommt, man sich Wissen auch erarbeiten kann. Ne? Also diese Chance da mitzunehmen, so zu lernen, die Lehrenden, die eben gucken müssen, wo kann man es gut einflechten. Ne? Ich glaube auch, ein Lehrfilm ist manchmal viel schneller, wenn ich mir jetzt was erarbeite. Aber es gibt ja auch Transferaufgaben oder wie oder was. Ne? Also man kann ja die verschiedenen Medien miteinander kombinieren und ergänzen. Und ich glaube so, der Weitblick ist vielleicht auch, wie sozusagen, also wenn ich zum Beispiel, es gibt ein Plugin jetzt für ChatGPT von TikTok, da kann man sich dann sein eigenes, da kann ich irgendeinen Sachinhalt schreiben, sage, mach mir dazu ein Lernvideo. Das funktioniert momentan sehr schlecht. So, aber die Schnittstelle ist schon da und wir reden ja von der Zukunft. Ne? Also es kann durchaus schon sein, dass sozusagen diese, ich erstelle mir jetzt selber mein Web-based Training oder mein Lernvideo, dass das irgendwann gehen wird. Und man dann ja tatsächlich sozusagen diesen wachen Geist eigentlich als Kompetenz ausbildet. Ich muss wissen, was brauche ich zum Beispiel bei einem Projektauftrag? Was fehlt mir? Das zu durchdenken und dann im Grunde Lernmaterialien anzufragen, die on demand kommen können. Das ist ja das Coole. Wenn man so in die Zukunft denkt. Und dann braucht man gar nicht mehr so viele Web-based Trainings. Die Frage ist, braucht man dann so viele Lernpfade noch? Also diese Lernpfadlogik wird, sage ich mal, in dieser Lerngalaxie-Logik diffundieren. Ne? Also ich mache jetzt eine Utopie auf. Ne? Da kann man auch dann dagegen sein. Aber jetzt vom Grundsatz her, wenn man es ganz weit denkt, brauche ich dann noch Lehrpfade? Brauche ich dann noch ein ganz teures Design? Weil ich kann ja als User in einfacher Sprache mir es erklären lassen. Ich habe Mathe nicht verstanden, erklär es mir 10-mal. Erklär es mir aus der Perspektive eines Kindes. Und also es gibt ja so viel Zeug. Und da läuft es dann alles Richtung Lernprozessbegleitung mehr. Also statt dieses Vorkauen von Zeug, eher so das Schäfchenmanagement. Das ist so spannend. Ich fasse nochmal zusammen, weil du hast so viel jetzt auf einmal gesagt. Ja, du hast gesagt, ich muss mir eigentlich als Bildungsanbieter überlegen, die Materialerstellung, ja, ich muss mir die Fachdidaktik überlegen, eine andere Fachdidaktik, ja, also ich kann die Materialerstellung ganz anders machen. Ich muss mir überlegen, welche Hilfen, Unterstützung oder Regeln oder was auch immer gebe ich meinen Lernenden, also den Teilnehmenden, ja. Ich muss mir eigentlich überlegen, habe ich jetzt nicht auch neue Kompetenzen oder Inhalte anzubieten? Zum Beispiel das, du hast jetzt nicht kritisches Denken genannt, aber sowas Ähnliches, du hast es ähnlich benannt. Also eigentlich neue Inhalte habe ich eigentlich auch dadurch. Wie kann ich effizienter werden? Und dann hast du noch die Gretchenfrage aufgeworfen, nämlich ganz im Großen gedacht, ist nicht etwa zu erwarten, dass die Leute jetzt alle nur mehr selber lernen, nämlich mit Chatbots. Also das wäre ja dann die Frage, die sich ableitet, wie bleibe ich denn überhaupt attraktiv oder sinnvoll als Bildungsanbieter? Was kann ich den Lernenden überhaupt bieten? Ist das jetzt die individuelle Lernbegleitung oder was ist das denn jetzt, wenn jetzt alle dann zunehmend tendenziell mit Chatbots selber lernen? Habe ich das korrekt zusammengefasst? Ist das in etwa das, was du uns mitgeben wolltest an der Stelle? Du stellst uns gerade was in den Chat, gell? Genau, und zwar Hintergrund deiner Frage ist, für Nordmetall, das ist unser Arbeitgeberverband, da hatte ich in einem Podcast so ähnlich, das spricht einfach, wer will, kann sich das nochmal länger antun, wo ich nochmal ganz ausführlich das Thema nochmal aufziehe. Aber du hast es super zusammengefasst. Ne? Und man sieht ja im Grunde, wir sind ja gerade an den Wurzeln einer Pflanze, die sich jetzt bildet. Ja. Ne? Ja, und das ist natürlich sozusagen die große Chance auch für die Bildungsanbieter teils des Wachstums zu sein und nicht alle überrascht zu lassen, dass sie in 10 Jahren im Grunde
die Hälfte ihrer Arbeit so nicht mehr machen können, nicht machen können, weil das einfach keinen Sinn mehr macht. Ne? Es zeichnet sich schon sehr genau ab eigentlich. Ja, genau. Ja. Danke dafür. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Ich habe versprochen, wir schauen uns gegen Ende noch was Praktisches an, nämlich was man mit dem Protokoll machen kann. Vorher, bevor wir das tun, möchte ich jetzt euch, Martin und David, noch so die Chance geben, so in dieser Diskussionsrunde auch so etwas wie ein Resümee zu ziehen. Ich glaube, Wolfgang, deine Auflistung dürfen wir jetzt als solches gelten lassen. Dankeschön. Und vielleicht wollt ihr beide auch noch was sagen, bevor wir in die Praxis rüberhüpfen und uns das neue Tool anschauen. Was wäre für euch jetzt so der, wenn nichts unter den Nägeln brennt, dann können wir auch direkt zur Praxis wechseln, aber wenn ihr jetzt irgendwas habt, wo ihr sagt, na, das möchte ich schon jetzt mal loswerden. Also ich glaube, was man auch erkennen sollte, sind ganz neue Teilhabechancen für Menschen mit, was weiß ich, Dyskalkulie oder Rechtschreibschwäche oder Schwächen, sich möglicherweise irgendwie sprachlich irgendwie gut auszudrücken. Überall da kann die KI unterstützen und ja, bestimmte Kompetenzen sind nicht mehr so wichtig. Ich erzähle oft ein ganz banales Beispiel. Taxifahren konnte man früher nur mit sehr gutem Ortsgedächtnis, ja, und jetzt gibt es Navigationsgeräte, jetzt können im Prinzip alle Taxi fahren, die Auto fahren können, und so wird es mit in vielen Bereichen sein. Und ja, vielleicht eine auch noch, wie sollte Erwachsenenbildung auch reagieren? Ich glaube, was wichtig bleiben wird, ist irgendwie soziale Begegnung zu schaffen. Also gar nicht so sehr jetzt irgendwie Inhalte oder irgendwie Training, sondern das soziale, menschliche also soziale Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen, die KI wahrscheinlich noch nicht in dieser Form bieten kann. Damit meinst du keine Robotik und keine Avatare. Vieles andere kann die KI, glaube ich, bald. Super, vielen Dank. Danke dafür. Das ist ein schöner Schlussgedanke, ja, finde ich, dafür. Genau. Martin, möchtest du noch? Hast du irgendwas, wo du sagst? Nee, nichts Besonderes mehr. Also mir hat ja ein Davids Eingangsstatement gut gefallen, dass er sagt, also man die Grenzen macht unser Kopf, und das ist tatsächlich so. Also wir haben uns vor Jahren das nicht vorstellen können, und wir können uns auch jetzt noch nicht viel vorstellen, was also weiterführen wird. Und der Mensch muss anders reagieren, damit nicht immer gegen die Technologie arbeiten und überlegen, ob die Technologie das Problem ist, sondern das Problem sind wir, wie wir damit umgehen, ne? Und was wir daraus machen, und dort, wo sie uns unterstützen wird, wird sie so oder so kommen. Also da brauche ich mir gar nicht nachdenken. Und ja, natürlich wäre gewisse Dinge, ich bin total froh, dass ich Texte nicht mehr polieren muss, sondern das ja übernehmen kann, kann ich mich anderen Dingen widmen, und sei es anderen Geschichten. Das ist also, es ist eine Unterstützung, und damit arbeiten zu können, heißt halt immer, ich muss mich umstellen und schauen, also wie das nutze. Ich habe vor vielen Jahren auch Google Maps gehabt, habe ich noch Karten in der Hand gehabt. Also es ist, ich ändere mich dauernd, ja, und diese Flexibilität sollten wir uns erhalten, ja, und schauen, also wie wir das gut einsetzen können. Danke, genau. Verstärkung für den Gedanken, dass sich das, die gute Nutzungsmöglichkeit durchsetzen wird. Und vieles ist denkbar, was wir früher uns noch nicht denken konnten. Und dazu passt der Name deiner Learning Community denkbar, David, die wahrscheinlich nicht zufällig so heißt. Ja. Genau. Dankeschön. Ja, dann würde ich mal sagen, wir schauen uns einmal an. Und da möchte ich dich, Gunther, bitten, uns zu zeigen, was du jetzt mit unserem Transkript anfangen kannst, was du damit machen kannst. Ja. Wir werden dann auch gleich noch zeigen, mit welchem Tool wir das machen. Also das Tool, das wir verwenden, heißt Claude, aber es ist nicht einfach und direkt zugänglich. Ich bitte schon mal alle mit dem Googlen zu warten, weil sie werden es unter Claude nicht finden, nicht installieren können. Ja. Also wir schauen es uns erst einmal gemeinsam an, und wenn wir das gemacht haben, dann stellen wir natürlich sehr gerne sofort in den Chat die Möglichkeit, wie man darauf zugreifen kann. Genau. Dann werde ich mal aufhören, da zu spotlighten, oder? Gerne, ja. Ich werde dann mein Bildschirm teilen.
Genau. Wir haben also währenddessen ja die Untertitel mitlaufen lassen. Und dann gibt es das, wenn man die Untertitel aktiviert hat, in der unteren Leiste im Zoom-Raum die Funktion, dass man sich das vollständige Transkript anzeigen lässt. Und dann kann man auf Transkript speichern gehen. Und dann wird da so eine lokale Kopie von diesem Transkript erstellt. Und diese lokale Kopie kann man dann auf Claude hochladen. Und dazu gebe ich mal meinen Bildschirm frei, dass Sie das sehen. Also jetzt befinden wir uns sozusagen, jetzt sehen Sie, genau, jetzt sehen Sie Claude 2 über die Plattform Po aufgerufen. Und dort kann man dann einen Prompt eingeben, zum Beispiel fasse das Transkript zusammen und liste die wichtigsten Besprechungspunkte auf. Und dann wählt man, ich speichere jetzt noch einmal aktuell das Transkript. Und dann könnte man, genau so, und da kann man über dieses Stecknadel-Symbol das aktuelle Transkript aufrufen. Und das ist dieses hier und das Spiel lädt man dann einfach hoch. Und klickt auf den Pfeil und lässt Claude jetzt einfach arbeiten. Es dauert ein paar Sekunden und Claude fasst quasi dann die Besprechung des, auf Basis vom Transkript zusammen. Und dabei üben wir uns in Geduld. Genau. Ich schaue gerade, ob vielleicht irgendwas nicht geklappt hat, weil erfahrungsgemäß wird dann, jawohl, doch, es funktioniert. Es dauert eben einfach ein paar Sekunden, genau. Und man sieht schon, Claude schreibt jetzt schon die ersten Ergebnisse uns in den Chat sozusagen. Kann man das auch über den Code Interpreter von ChatGPT auch machen? Nicht in der Qualität. Okay. Also die Zusammenfassung geht, glaube ich, noch, aber das, was er nachher sonst noch so kann. Genau, und ich glaube, er ist jetzt am Ende, er hat also eine Zusammenfassung erstellt. Birgit, willst du es uns einmal vorlesen oder soll ich einfach ein bisschen dazu? Mach nur bitte, mach nur. Ich glaube, wir können die alle selber lesen, ja. Genau. Also er fasst eben wirklich zusammen, was das Thema, das Gespräch war. Und es ist natürlich, die Ergebnisse sind immer unterschiedlich, die rauskommen. Man hat dann natürlich die Möglichkeit, auf Basis von diesem ersten Ergebnis weitere Fragen zu stellen, weitere Prompts einzugeben. Und vielleicht macht man das einfach einmal, indem wir einfach dann noch eine weitere Frage stellen und zum Beispiel sagen, wie waren die Rollen in dieser Diskussion verteilt? Und dann könnte man auch diesen Prompt unten in die Leiste reingeben. Wie waren die Rollen in der Diskussion verteilt? Eine konkrete Frage also an Claude. Und bin jetzt gespannt, was Claude quasi dann dazu differenzieren wird. Claude wird bestimmt sagen, die Moderatorin hat viel zu viel gesprochen, aber das Faszinierende ist, dass Claude das kann, also dass das tut, ja. Muss man noch ein bisschen warten. Genau, Birgit, also der hat sich mit dem ersten Satz schon bestätigt. Na, aber zumindest, dass du es moderiert hast, hat Claude ganz genau erkannt und leitete die Diskussion, sie stellte Fragen und fasste zusammen und dann wird weiter differenziert pro Diskutant, genau. Teilnehmenden brachten unterschiedliche Sichtweisen ein, von technologisch bis philosophisch. Die Diskutanten ergänzten sich mit ihren Perspektiven. Jetzt würde ich mal in die Runde fragen, David und Martin und Wolfgang, findet ihr euch da einigermaßen vertreten in dem, was ihr da gemacht habt? Ja? Ist das eine richtige Beschreibung? Ja? In der Kürze schon, aber es ist natürlich sehr, sehr kurz jetzt. Ne? Man könnte eingeben, länger bitte, ausführlicher. Ihr könnt einfach dazu schreiben, ausführlicher bitte, und dann würde das ausführlicher kommen, oder? Genau, jetzt brauchst du wieder etwas Geduld. Aber ihr habt es noch gar nicht, also Wolfgang und Martin, ihr habt es ja auch gesehen, wie ihr beschrieben worden seid, ja.
Hat euch das soweit in der Kürze, also war das treffend für euch? Also Wolfgang, visionäre Lerngalaxie, gesellschaftskritische? Gut, also ich meine, das Utopie-Wort hat er bestimmt sich rausgezogen und dann die Dimension draufgepackt oder so. Mhm. Fand ich, das Problem ist halt, wenn etwas sehr, sehr kurz ist. Ne? Das hat auf jeden Fall irgendwie bei mir jetzt, fand ich, getroffen. Spannend ist natürlich jetzt die etwas längere Variante, wenn man so ein bisschen mehr Tiefenstruktur dann sieht. Also bei mir finde ich, erfrische ich das nicht ganz. Also man hat das Technologieexperten, das war, glaube ich, etwas, was du erwähnt hast, Birgit, und ich habe weder Details zu KI-Systemen, Algorithmen erklärt, das macht er draus. Also da sieht man jetzt wieder dahinter. Also das Gunther, geh mal weiter runter, da kommt jetzt die längere. Danke, David. Ja, ich gehe mal weiter runter. Er ist nämlich schon fertig mit der genaueren, detaillierteren sozusagen Ausgabe. Ja, bei mir stimmt das nicht so wirklich. Ne? Aber ich, ja, wenn die KI meint, dann wird schon passen. Ja. Also nicht so ganz, gell? Aha. Aha. Okay. Ja, es ist schon, also ich finde schon trotzdem einfach interessant. Natürlich, wir können das ganze Transkript im Nachhinein beantworten, nur schon eine Frage aus dem Chat. Wir können natürlich im Nachhinein die ganzen Claude-Ergebnisse und auch das Transkript hochladen in Modul 5 vom EBMOOC. Da kommen sowieso bis Montag wieder alle Unterlagen und die Aufzeichnungen online und da können wir das gerne raufstellen. Klar? Genau. Genau. Ja, Gunther, magst du noch irgendwas ausprobieren, wenn wir Claude schon da in Verwendung haben? Oder? Man könnte, ich weiß nicht, auch zum Beispiel noch praktischen Empfehlungen fragen. Das haben Birgit, das haben wir zwei einmal in einer Vorbesprechung gemacht. Da ist es nämlich darum gegangen, dass es ein technisches Problem gegeben hat. Und dann haben wir Claude gefragt, was für praktische Empfehlungen für nächste Schritte er hätte. Und dann hat er ihm wirklich konkrete so Vorgehensweisen vorgeschlagen, was man ausprobieren könnte, um das Problem zu beheben. Also auch sowas ist natürlich möglich. Könnte man, genau, das könnte man ausprobieren. Genau, und während wir das ausprobieren, würde ich auch vielleicht dich, David, nochmal fragen, hast du mehr Erfahrung damit? Hast du mit irgendwelchen Prompts besonders gute Erfahrung bei Claude, wo du sagst, naja, das müsstest du ausprobieren oder jenes? Das ist so spannend. Aber wir können das trotzdem jetzt ja schon mal laufen lassen, was du vorgeschlagen hast, Gunther. Genau. Genau, also man könnte auch fragen, welche kritischen Aspekte wurden diskutiert ja, das oder heißt noch, zum Beispiel. Das wird mir dann noch oder was wurde gesagt zum Thema X? Ah, ja. Ich sehe gerade, dass in der kostenlosen Version jetzt anscheinend der Text limitiert ist. Ja. Mhm. Ich müsste sozusagen dann über einen neuen Account weitere Fragen stellen zum Beispiel. Also Claude macht da was ganz Nettes, nämlich es haltet unsere Uhr mit im Auge und unterstützt uns pünktlich fertig zu werden um 18 Uhr. Aber das schauen wir uns jetzt noch an und wir können ja die Frage nach den kritischen Aspekten im Nachgang noch stellen und mit hochladen, wenn wir das Ergebnis dann in EBMOOC Modul 5 hochladen, dann fragen wir dann auch nach den kritischen Aspekten, die diskutiert wurden und dann nehmen wir das noch mit. Und da kriegt man interessanterweise die Empfehlungen nach Zielgruppen aufbereitet, obwohl wir das gar nicht angefordert haben. Und das sind schon Dinge, die eigentlich recht praktisch sind. Man muss sich natürlich immer überlegen, sind das die Relevanzen, die ich selber auch gesetzt hätte, ist das natürlich, also das geht im Dialog weiter, wie ihr alle uns heute mehrfach versichert habt, man lasst das Tool nicht allein, es geht im Dialog weiter. Und ich sehe da einige gute zustimmende Reaktionen, Kolleginnen, die sich freuen, dass sie keine Protokolle mehr schreiben müssen. Im Dialog mit Claude geht es dann einfacher. Super, danke dafür. Ja, und damit nähern wir uns schon wieder dem Ende der Veranstaltung für heute. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Dabeisein und natürlich für die Chat-Kommentare und alles, was einfach beigetragen wurde, dass wir da einfach spannende, interessante Diskussionen führen konnten. Ich möchte recht herzlich bitten, uns auch Feedback zu geben zu der Veranstaltung. Wir lernen wirklich jedes Mal was dazu. Gunther wird gleich den Link im Chat teilen, damit es wirklich jetzt noch auch gut möglich ist, Feedback
zu geben. Und ich sage an dieser Stelle schon vielen Dank dafür. Bitte einfach sich da zu beteiligen. Dokumentation gibt es, wie gesagt, spätestens am Montag im EBMOOC Lektion 5. Da gibt es auch die Aufnahme. Alle, die mit vollem Namen bis jetzt dabei waren und sich angemeldet hatten, kriegen morgen das E-Mail zum Abrufen ihrer Teilnahmebestätigungen. Und alle, die sich jetzt fragen, wo kann ich denn weiterlernen über KI, wo kann ich live online weiterlernen sogar, das ist ja auch so immer die Frage, ja, ich will vielleicht nicht einfach mit dem Kurs allein, sondern will vielleicht live online weiterlernen. All denen dürfen wir schon mal spoilern, dass wir im kommenden Jahr auf Erwachsenenbildung.at eine KI-Serie bringen, bei der uns David Rötler begleiten und unterstützen wird. Wir freuen uns schon sehr drauf. Es wird eine Serie sein aus insgesamt voraussichtlich 10 oder 11 Modulen. Mit Ausnahme der Sommerpause wollen wir jeden Monat so ein Modul bringen, das jeweils besteht aus einem Videotutorial, einem Webinar und einer Nachlese. Und wir arbeiten gerade daran, dass wir anhand dessen dann auch ein Zertifikat für KI-Anwendungen in der Erwachsenenbildung erwerben kann. Wir schauen da sehr auf Tools, aber wir reflektieren sie immer mit ihren Grenzen und auch mit den Risiken und dem, was man über Funktion dabei wissen sollte und natürlich speziell für die Erwachsenenbildung. Und eine weitere Veranstaltung darf ich ankündigen, die schon früher stattfinden wird, wo auch einige von uns dabei sein werden, David und ich als Mitglieder der Arbeitsgruppe DigLab und einige Kolleginnen, die jetzt nicht dabei sind, werden am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung, aber online, also sozusagen zwar am BIFAB, aber in der Online-Variante, eine Tagung bestreiten mit dem Titel Künstliche Intelligenz in der Erwachsenenbildung, eine Provokation. Wir haben uns bewusst für diesen Titel entschieden. Wir werden natürlich nicht nur auf das Provokative schauen, sondern auch da ganz stark darauf, was wir jetzt machen damit. Und diese Veranstaltung findet am 13. und 14. November statt. Sie können sich am BIFAB jederzeit noch dafür anmelden. Damit ein ganz liebes Danke in die Runde. Und noch einen schönen Abend und ich hoffe sehr, dass wir uns bald wiedersehen. Und ja, wenn Sie dranbleiben wollen mit uns, bitte einfach erwachsenenbildung.at, die DigiNews abonnieren oder immer wieder mal bei uns in den Webinarkalender schauen. Dann werden Sie einfach immer wieder die aktuellsten Informationen von uns erhalten. Danke sehr. Thank you.